Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute ein Badebombenrezept vorstellen. Ich mache ja ganz viel Do-it-yourself mit den ätherischen Ölen, Naturkosmetik herstellen, Seifen und jetzt habe ich mich auch an Badebomben versucht. Du siehst hier noch so gerade die vier verschiedenen Farben, Rot, Blau, Grün und Orange. Das Grüne sollen Dinos sein, kann man nicht mehr so gut erkennen. Ich habe rote Herzchen gemacht, orangene Herzchen, blaue, ja, Vierecke, grüne Dinos. Und alle haben eine unterschiedliche ätherische Ölemischung bekommen. Natürlich 100% naturreine. Und dann habe ich Lebensmittelfarbe verwendet aus dem Apothekenbedarf. Du kannst aber auch theoretisch mit Natursäften, also mit Frucht, mit Rote-Bete-Saft, kannst du auch färben. Es funktioniert genauso gut. Dann habe ich je nach Farbe eben auch eine ätherische Ölemischung gewählt. Und das Rezept schreibe ich dann noch unten drunter unter das Video. Genau. Was habe ich verwendet? Speisestärke, Natron, Olivenöl, Lebensmittelfarbe und die ätherischen Öle natürlich und Zitronensäure. Also das sind die Zutaten. Ich musste tatsächlich ein bisschen experimentieren. Die orangenen Herzen sind dann am besten gelungen. Es mag auch mit an der Form liegen. Der Grad zwischen zu trocken und zu nass und dass die dann ewig brauchen, um zu trocknen, ist sehr, sehr schmal. Da darfst du sehr gern ausprobieren und mir auch deine Erfahrungen dann hier mitteilen. Ich hatte jetzt alle Varianten, zu trocken, zu nass und super ideal. Und es war wirklich so ein ganz feines Justieren dann davon. Ja, die habe ich schon getestet, die sprudeln ganz toll und färben natürlich auch das Wasser schön bunt, was die Kinder sehr erfreut. Also das ist ein super Tipp mal für Regentage, wenn du gern was mit deinem Kind, deinen Kindern machen möchtest oder auch natürlich für Erwachsene in anderen Formen, dann vielleicht nicht Dinos, aber die Herzchen zum Verschenken, zum Geburtstag, Weihnachten, was auch immer. Man kann da ja verschiedene Themen nehmen. Als Form habe ich Silikonformen genommen, die ich auch für Seifen verwende. Für Seifen und die Badebomben ist das in Ordnung. Ich verwende die Silikonformen für die Seifen, aber nicht mehr für Lebensmittel, also nicht für meine Schokopralinchen. Das ist mir dann, auch wenn sie gereinigt werden in der Spülmaschine, zu unsicher. Da gehe ich auf Nummer sicher, da habe ich die Formen also getrennt. Was sich auch schön anbietet, sind so Cupcake-Formen. Gibt es auch aus Silikon, die kosten nicht viel und du kannst sie immer wieder verwenden. Stichwort Nachhaltigkeit. Das ist mir ja immer sehr wichtig und du kannst sie eben obendrauf noch ein bisschen nett verzieren mit zum Beispiel klein gehackten Blüten, mit Obststücken. Also ich habe das ja zum Beispiel auch in den Seifen gemacht, mit Orangenstücken, Ingwer und Nelke gearbeitet. Du kannst auch Blüten eben obendrauf setzen und zum Beispiel eine schöne Rosenbadebombe machen, dann eben mit Blüten bei. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich bin auch gespannt, ob du noch ein schönes Rezept hast, was du gerne teilen magst. Und verwendet habe ich ja ganz spannende Mischungen. Lavendel, Zitronella, Basilikum, Thymian. Und natürlich auch Zitrusfrüchte. Wie gesagt, das genaue Rezept schreibe ich noch unten drunter. Ja, wenn du das gern selber mal ausprobieren möchtest, schnuppern möchtest, ätherische Öle kennenlernen magst, wenn du sie noch nicht kennst, dann kannst du sehr gern eine meiner Veranstaltungen besuchen. Das monatliche Aroma-Meetup bietet sich an. Da gehe ich ganz individuell auf die Themen der Teilnehmer ein. Oder auch die Vortragsreihe im Botanischen Sondergarten in Wandsbek. Da finden regelmäßig Themenabende statt. Das findest du alles auf meiner Homepage www.aromapraxis-beerbaum.de.
Bei Facebook und Instagram findest du mich natürlich auch mit unterschiedlichen Rezeptideen, Tipps und Tricks, alles rund um die ätherischen Öle. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Weiterempfehlen und auch für deinen Kommentar. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Andrea Beerbaum.